Da sind wir wieder, direkt im, naja, wie heißt das? Ich weiß gar nicht mehr, wie die Gegend hier heißt. Totes End oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie, da sind haufenweise Verderber und Wächter. Und irgendwie, ja, dürfen wir das Gebiet hier nicht verlassen, weil sobald ich das mache, resettet hier alles und wir haben den ganzen Kram nochmal vor uns. Was natürlich leicht doof ist. Jetzt gucke ich mal, ob ich mich da irgendwie vorbeischleichen kann. Was schwierig werden dürfte, ehrlich gesagt. So viel zum Thema Vorbeischleichen. Da kommt er wieder. Oh, oh. Okay. Weiß nicht. Ah, ein Wächter, alles klar. Was mich da? Okay, hier resette das noch nicht. Bis hierhin kann ich. Alles klar. Sehr schön, sehr schön. Oha, oha, du hast nicht gut. Schenkt mir keine Beachtung. Das hier ist kein Ort für mich. Dunkel, kalt und das Graben im Gefrott. Oh. Sehr schön. Die hätten wir auch schon mal ausgeschaltet. Okay, bis hierhin kann ich. Hier resette das nicht. Das ist schon mal sehr schön. Der Verderber ist so ein Problem. Aber ich würde gerne die Tasse haben. Das ist das Problem. Ich werde hier mal ein bisschen auf Heiltränke gehen müssen. Die lassen ja gerne mal welche fallen. Ich hoffe, das ist jetzt auch so. Ah, er zumindest nicht. Da hinten ist noch irgendwie ein Experte oder so. Da müssen wir mal gucken. Ich sehe ihn leider nicht. Ich komme hier raus. Ja. Tja. Komm hier raus, ist einfacher gesagt als getan, Aloy. Ist der Verderber, der hier rumläuft, ne? Da unten sind noch welche, okay. Da ist auch noch einer und da ist noch ein verdammter Wächter. Alles klar, und der Verderber ist das da. Okay, warte. Sonst habe ich sie gleich wieder alle an der Backe. Bis da vorne konnte ich ja, ne? Ah, dieses hin und her gelaufen tut mir jetzt echt leid. Aber direkt da reinrennen ist glatter Selbstmord. Das ist, ihr habt's ja gesehen. Es kommt auch was von da. Ich hoffe, ich kriege die jetzt raus. Ja, besonders der Verderber, dachte ich mir, der ist hier oben. Der rennt wirklich bis hier oben hoch. Okay. Da kommt der Wächter, alles klar. Mal gut, den kann man ausschalten, das ist nicht das Problem. So. Gut, und der Rest hat mich verloren, alles klar. Muss doch eine Möglichkeit geben, das Ding irgendwie auszuschalten, ohne dass er mich gleich in die Finger kriegt. Ich meine, dich kriegen wir bestimmt auch, mein Freund. Ja. Wir sind nur noch der da, oder? Aber dem könnte es schwierig werden. Ich meine, ich glaube nicht, dass ich den von hier... Ich meine, ich weiß, der ist allergisch gegen Feuer. Mit Feuerpfeilen kriege, oder? Nein, ist zu weit weg. Okay. Aber vielleicht von hier. Ja. Wer? Ich?
das sind doch noch welche, okay. Aber der hat eine riesen Reichweite, das ist das Problem. Okay, der kommt hier hoch. Warte. Oder kommt der nicht hier hoch? Ich meine, der Typ wahrscheinlich auch nicht. Och, das Viech kommt hier hoch. Okay, er brennt zumindest schon mal. Das war schon mal was. Oder er hat gebrannt. Ich muss den irgendwie in gebrannten Zustand kriegen. Dadurch kriegt er halt sehr gut Schaden. Ja, sehr schön. Ist gut überhitzt, der Junge. Das ist schon mal schön. Der fuchtelt da gerade rum vor Hitze. Das ist schön. Er hat schon mal sehr gut Schaden gekriegt. Jetzt auf keinen Fall das ganze Reset. Auf keinen Fall. Das wäre eine Katastrophe. Oh Mann, meine arme Lohe, du. Zum Glück habe ich so viel Lohe gespart. Aber wenn der schon mal weg ist, dann haben wir das größte Problem ja behoben. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So. Mitten ins Herz oder irgendwie sowas wollte sie sagen. Das furchtbar, dass sie immer abbrechen muss, wenn ich mal Pfeile herstelle. Was muss ich ja? So, den hätten wir schon mal. Sehr schön. War ja auch eine leicht schwere Geburt. Den. Hier war aber noch irgendwo einer, das weiß ich. Irgendwo war hier noch einer. Die Frage ist wo. Sehen tue ich ihn gerade nicht da. So, den können wir doch schon mal looten. So. Was ist da unten? Na ja, komm. Sehr schön. So, ich glaube nicht, dass hier noch einer ist, aber vorsichtig sein sollte man trotzdem. So, sehr schön. Heiltrank kann man immer gebrauchen. Heilkräuter aber allerdings auch, wäre nicht schlecht. Sowas scheint es hier aber nicht zu geben. Den marschieren wir jetzt erstmal zur Tasse. Die muss hier ja irgendwo sein. Wo ich da hinkomme, ist eine gute Frage. Da komme ich nicht hoch, ne? Ne. Hier komme ich auch nicht drüber. Gut. Leise. So leise. Oh, da ist echt noch einer. Okay. Einer? Wo kommen die denn auf einmal alle her? Sind aber sehr weit weg. Alles klar. Wie komme ich denn zur Tasse? Das ist eine berechtigte Frage. Die ist da oben, ja. Aber wie komme ich da hin? Hier durch vielleicht? Jo. Wunderbar. Gut. Hoch. Ich weiß auch nicht, ob hier noch welche sind, ehrlich gesagt. Sehen tue ich da jetzt keinen. Aber es ist auch der Bereich, wo ich hin muss, ne? Ja, es ist auch der richtige Weg. Alles klar. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Alles klar. Den etwas vorsichtiger. Vielleicht, wenn das der richtige Weg ist, wer weiß, was hier noch alles rumkriecht. Die Tasse habe ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, das hört sich nicht gesund an. Gut. Ist hier sonst noch was? Ne, ich habe jetzt alles hier, ne? Ja. Ich wünschte, es gäbe hier eine Möglichkeit zu speichern. Aber leider, ja. Da sieht das gerade schlecht aus, was Speichern betrifft. Noch eine Explosion. Hm.
Ich habe keine Ahnung. Aber gibt es ja Versteckmöglichkeiten? Gut. Das hat ja nicht viel zu bedeuten, ne? So viel zum Thema Sicherheit. Was zum Henker? Geschütz drin! Und Feuer! Waffen einsatzbereit! Wir rücken aus! Und Tempo bitte! Keine Trödelei! Bald ist der Dämon funktionstüchtig. Noch ein Todbringer an unserer Seite. Ist das euer Ernst? Das muss einer der Todbringer sein, die Olin erwähnt hatte. Passender Name. Ich werde nie in diesen Turm kommen, wenn ich dieses Ding nicht erledige. Ja, aber das ist ja nicht nur das Ding. Das ist hier, sind ja... Boah. Es sind ja auch jede Menge von denen. Und Wächter auch noch. Okay, das, ja. Anlocken kann ich ja nichts, oder? Hast du vielleicht... Doch. Hast du vielleicht ein Teil ausgeschaltet kriegt, bevor mich das Ding da bemerkt? Sieht nicht danach aus. Boah, der kommt nicht. Okay. Aber zumindest der Wächter kommt, okay. Okay, okay. Oh Mann. Da steht auch noch so eine Wache. Kriege ich den ausgeschaltet? Ich hoffe es mal. Werden hier beschossen. Okay, der hat mich nicht bemerkt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Da wird die Wache da zumindest schon mal erledigt. Dort steht noch eine Wache. Aber den kriege ich so nicht. Und hier sind ja leider auch mehrere. Schwäche, Schock, Feuer. Alles klar. Stärke, Verderbung. Wenn ich da jetzt reinfeuer, habe ich so gut wie erledigt. Das geht so definitiv nicht. Die Wache da, die müsste ich definitiv loswerden, ohne dass die mich bemerken. Aber ich komme doch niemals von hier nach da, oder? Ohne dass sie mich sehen. Ich meine, man könnte es probieren, aber das glaube ich nicht. Man könnte es probieren. Weil die wirken da leicht beschäftigt. Gut. Dann komme ich zumindest an den da ran. Sehr schön. Boah, hier sind jede Menge. Ich glaube, hier unten bin ich Frischfleisch. Vielleicht von da oben. Das sieht zumindest ganz danach aus, als wenn es da vielleicht... Okay. Warte mal, die haben die Leichen gesehen? Ich glaube, ein offener Kampf ist hier Selbstmord. Oh, mal anders gucken. Die haben die Leiche gesehen, alles klar. Jetzt erstmal abwarten. Das bloß nicht sehen lassen. Die suchen nach Spuren oder sowas. Sieht aus, als wäre ich sicher. War wohl doch nicht. Okay. Ich meine, da liegt eine Leiche. War wohl nicht so wichtig. Ne? Ja, gut, ja. Könnte ich mir bei denen bildlich vorstellen, dass die ihre Leute dann nicht so ernst nehmen. Alter, der hat richtig heftige Geschütze dran, du.
Gut. Hockst du dich da jetzt wieder hin, oder was macht ihr da? Ich würde mich gerne da hoch, aber ohne, dass sie mich sehen. Wenn es irgendwie geht. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Einfach mal probieren, ne? Krieg ich den da ausgeschaltet? Wahrscheinlich weniger. Mein Fokus. Er geht nicht mehr. Sein Fokus ist deaktiviert. Der Rest liegt an dir. Ich schaff das schon. Da kommt Rauch raus. Ob das wohl deine Schwachpunkte sind? Okay. So. Okay, das Ding zerballert mir alles. Alles klar, ich glaube, erstmal seine Waffen, würde ich sagen. Oh, der hat mehrere Waffen. Okay, ich glaube, das Gefährlichste sind die Waffen. Alles klar. Okay, der war jetzt einfacher als gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, das Ding war auch nicht voll und ganz funktionstüchtig. Gut so. Ich glaube, das war noch so ein Prototyp von denen. Wer weiß, was da noch alles kommt. Alles klar. Gut, gut. Irgendwo muss noch einer sein. Ich habe eben noch ein Aufleuchten sehen. Aber ich glaube, hätte ich nicht durch Schleichen die meisten vorher ausgeschaltet, wäre das sehr übel ausgegangen. Mal gesehen, das Ding hat ja gleich losgezimmert wie ein Irrer. Hätte ich da nicht hintergestanden, hätte er mich wahrscheinlich zerfleddert. Ja. Da ist tatsächlich nur einer. Na, du kannst sorgen. So, jetzt ist er ausgeschaltet. Geschafft. Mal sehen, was du zu sagen hast. Was? Was ist das? Die Einheit lebt. Unakzeptabel. Unakzeptabel. Okay, das war wohl dieser Hades. Da vermute ich mal ganz stark. Was zur Hölle war das? Das klingt Hades? Ganz nach einer... Hey! Geheimnisvoller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Ja, das ist wirklich typisch für ihn. Auf jeden Fall klingt nach einer Maschine oder irgendwie sowas... Die da ein Eigenleben hat, irgendwie Kontrolle hat. Aber ich kann mich durchquetschen. Identity-Scan wird durchgeführt. So eins schon wieder. Ah, das hatten wir schon. Aber vielleicht kommen wir hier durch. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte, treten Sie ein. Okay, hier ging's. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Okay, ich weiß nicht, ob das sowas wie eine Berufsstelle ist, ob hier Gegner sind. Das scheint zumindest 12 Stockwerke zu sein. Wir befinden uns gerade auf Stockwerk 2. Okay, das wird wohl die größere Geschichte. Den mal Dr. gucken. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Fire. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Ja, wenn wir eh schon zu spät sind, dann ist noch ein Zeit für ein Käffchen, wa? Okay, das ist hier etwas zerfallen und eingerostet, klar. Ich glaube auch nicht, dass nach all den Jahren die Fahrstühle noch funktionieren. Nein. Definitiv nicht. Gut. Denn, aber nach dem Kampf würde ich gerne speichern, aber hier scheint nichts zu speichern zu sein. Alles klar. Begib dich zu Ted Farus Brau. Da wurde ja gesagt, im 34. Stock. Ich würde mich hier aber auch gerne, bevor ich jetzt der Quest folge, einmal umgucken. Wenn es gestattet ist. Gut, hier scheint nicht allzu viel zu sein, aber vielleicht gibt es hier was einzusammeln. So viel Zeit muss ja nur aus sein. Kantine oder sowas oder Meetingraum, irgendwie sowas in der Richtung. Ist aber auch nichts weiter, auch nichts auf dem Tisch, oder? Gut. Glaube ich zumindest. Ich meine, ich kann doch mal mit dem Fokus gucken. Sah aber nicht so aus, als wenn hier irgendwas ist. Schon erstaunlich, dass die Holo-Bildschirme noch funktionieren und kein Fahrstuhl. Aber gut. Und da komme ich gerade, oder? Nee. Ich muss nicht da weiter, damit es weitergeht. Ich will aber gerne. Ich möchte gerne alles mitnehmen. Das war hier wohl so ein Arbeitsraum, okay. Hier stehen noch die Schreibtische. Alles etwas heruntergekommen, klar. Wenn das hier auch schon ein paar tausend Jahre steht oder 100 Jahre. Da ist auf jeden Fall was zum Einsammeln. Gucken wir mal. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen, Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten sie haben, also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut. Wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Oh, das klingt fast danach, als wenn hier die Maschinen programmiert wurden und irgendwie sie die Kontrolle verloren haben. Und tja, man sollte sich, zumindest die Programmierer selber, immer irgendwie eine Hintertür einbauen, was sie wohl hier nicht gemacht haben, damit im Notfall die Dinger stoppen können. Gut, das ist wohl gewaltig schiefgegangen, wenn ich das mal so erwähnen darf. Aber, naja, warten wir mal ab. Jetzt geht's erstmal hier weiter. Oder? Jo, ist auch der einzige Weg, den wir im Moment haben. Gut. Ich meine, ich könnte jetzt einfach nur den Hauptweg folgen, aber da verpassen wir so viele Story-Elemente, dessen nehme ich ja auch alles nebenbei mit, was irgendwie geht. Und was diese Dr. Sorbeck, die aussieht wie Eloy, damit zu tun hat, wissen wir ja auch noch nicht. Was finden wir schon noch raus? Ist hier noch irgendwas? Nö, ne? Nö. Gut. Hier noch irgendwas? Warte mal. Da muss ich rein. Alles klar, da geht die Quest weiter. Nö, da geht die Quest weiter. Und was ist das hier für ein Raum? Hä? Auf jeden Fall gibt es hier was zu looten. Brauchst du schon mal was? Was? Ach, okay. Heiltrank. Alles klar, das Problem kennen wir ja. Oh, ich hänge an zum blöden Bürostuhl. Wer ist die Stühle? Kann man hier ja nicht einsammeln. Gut. Hier haben wohl die Programmierer der Maschinen gearbeitet, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Aber ist sonst auch nichts weiter, ne? Ich hätte gedacht, hier wäre vielleicht nochmal irgendwie eine versteckte Nachricht oder sowas. Sieht aber nicht danach aus. Ich meine, ich werde nochmal mit dem Fokus gucken. Da sieht man ja manchmal ein bisschen mehr. Sieht aber absolut nicht danach aus, dass hier noch irgendwas ist. Nein. Gut. Dann gehen wir wohl mal dahin, wo die Quest sagt, würde ich sagen. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Pharaoh globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Pharaoh Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Pharaoh Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt. Und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Das war wohl normal, aber allerdings, die schimpfen das jetzt als Friedenssicherung. Ich klicke das sofort an, ich habe es gesehen. Aber da ist wohl was gewaltig aus dem Ruder gelaufen. Und zwar ganz gewaltig, wenn ich mal so sagen darf. Ja, ja, das ist immer so ein Problem. Soldaten oder in diesem Fall Maschinen werden in irgendwelche Krisengebiete geschickt. Und dann heißt das nachher, ja, wir wollten nur den Frieden herstellen und haben letztendlich noch einen größeren Krieg ausgelöst. Oder wohl in diesem Fall, dass wohl der größte Teil der Menschheit ausgerottet wurde. Und wir werden es schon erfahren. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Jetzt gucke ich erstmal hier. Dürfte der da sein? 9.54 Uhr. Ankunft von Feldkommandanten Daying des indomalischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.15 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung ausschließlich vegetarisches Essen. 10.07 Uhr. Ankunft von Senna Egnö, Vizepräsident der Territoriale Integrität von Fresh Grounds, Coffee Global und seinem Gefolge. Erfrischungen werden vor der Verkaufspräsentation der Chariot-Modelle um 10.30 Uhr gereicht. Gemäß Anweisung wird die Tacoma-Mischung vom Fresh Ground serviert. Kein Kaffeeweißer. 10.12 Uhr. Was passiert ist? Ich rief das Sicherheitspersonal und das Hauspersonal, um den verschütteten Kaffee wegzuwischen. Wobei der eher weggeworfen wurde. Mir war nicht klar, dass der indomalische Konzern Kaffeebohnen anbaut und dass das Beschaffungsteam von Fresh Grounds wiederholt und mit Gewalt versucht hat, ihre Felder einzunehmen. Ich glaube, Kommandant Daying hat Angrin ein paar Haare ausgerissen. Wer plant diese Termine? Ich werde die Verkaufsabteilung informieren. Sowas darf nicht nochmal passieren. Alles klar, die Roboter, die sie hier gebaut haben, wollten sie verkaufen an zwei Großkonzerne, die sich wohl nicht ausstehen konnten. Und das andere klang eben wie eine Werbeaktion von der Firma hier, die alles schönreden wollten. Letztendlich ging ja alles wieder nur ums Geld und das ist gewaltig schiefgegangen. Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions. Okay, okay, hatten wir schon. Ja, ja, das hat... Gut, da kann man sich das nochmal anhören. Das meine ich nicht, das ist die Werbeaktion, alles klar. Gut, welchen Stock befinden wir uns mittlerweile eigentlich? Wir sind im ersten Stock, alles klar. Den mal gucken. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Ein paar ist gut. Alles Gute hat einen gut. Das hatten wir schon. Biografie, Elisabeth Sorbeck. Gut, gucken wir mal. Elisabeth Sorbeck, geboren 11. März 2020, ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Robotertechnikerin und Ingenieurin, die allgemein als einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie sich im Alter von 13 Jahren an der Stanford-Universität ein und erreichte bereits mit 16 Jahren
den Bachelorabschluss in experimenteller Physik und Computerwissenschaften. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon Universität in den Bereichen Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Faro Automated Solutions an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin ausstieg. In den nächsten 8 Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle eine entscheidende Rolle bei den Umweltsanierungs- und Entgiftungsbemühungen der Rückforderung und machte FES zu einem führenden Unternehmen in diesem Bereich. Im Jahre 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten bei FES zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologie. 2049 gründete sie Miriam Technologies, ein Unternehmen, das sich auf lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentriert. Miriam hat sich seitdem zu einer der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen, darunter den Nobelpreis für Physik im Jahre 2053 und den Rachel Carson Award für ökologischen Fortschritt im Jahre 2056. Okay, das heißt, sie hat erst ja der Firma mitentwickelt, bis die Firma auf die Idee kam, sie machen jetzt Militärtechnologien. Und da ist sie zurückgetreten und hat ihre eigene Firma. Und der war hier wohl der Chef. Theodore Ted Frero, geboren 24. Dezember 2013, ist ein amerikanischer Unternehmer und Industriemagnat. Er ist der Gründer von Frero Automatic Solutions, des größten Unternehmens aller Zeiten. Und als allererste Billionär die wohlbehabendste Person der Welt. Ted Frero ist in Salt Lake City, Utah geboren und aufgewachsen und besuchte die Universität von Kalifornien in Los Angeles. Dort studierte er 2 Jahre lang Wirtschaftswissenschaften, bevor er im Jahr 2033 das Studium aufgab und FAS gründete. Nach einigen Startschwierigkeiten konnte das Unternehmen gegen Ende der unruhigen 2030er Jahre mit seinen allseits beliebten Dienst- und Wachbots einen ersten Durchbruch erzielen. Zum unfassbaren Erfolg kam es dann durch die berühmten grünen Roboter, die bei der Beendigung der Klimakrise während der Rückforderung in den 2040er Jahren wegweisend waren. Am Ende des Jahrzehnts richtete FAS eine Abteilung für militärische Verteidigung ein und entwickelte bis zum Jahre 2053 schließlich zum Weltmarktführer für automatisierte Militärplattformen. Der Erfolg von FAS hat Mr. Faro zum bekanntesten Geschäftsmann der Welt, zu einem der gefragtesten Redner und zu einer wichtigen Stimme in politischen, kulturellen und internationalen Angelegenheiten gemacht. Also ein Geldsack, denen geht's nur ums Geld. Waffen entwickeln sollte man niemals machen. Das ist meine Meinung, aber gut. So, der Quest, okay, das hatten wir schon. Datenpunkte Quest. Nee, Geschichte FAS, alles klar. Faro Automatic Solutions, FAS, ist ein amerikanisches multinationales Unternehmen, das Roboter für alle Gesellschaftsschichten produziert, wobei das Kerngeschäft im Militär- und Verteidigungswesen liegt. Hinsichtlich Bruttoumsatz und Gewinn war FAS im Jahre 2063 das 10. Jahr in Folge die Nummer 1 der Fortune 5 Liste. Ein Weltrekord. FAS wurde 2033 von Theodore Ted Frero, einem Unternehmer aus Salt Lake City in Utah, gegründet. Man brachte in den Anfangsjahren verschiedene vielversprechende Roboter-Prototypen hervor, konnte sich aber gegen die damals marktführenden Industriegiganten wie General Synthetics und RE Corp nicht durchsetzen. Das änderte sich im Jahre 2038 mit der Marktanführung der Elfried-Serie, freischwebende Dienstrobotern, die enorme Verkaufszahlen erreichten und das Unternehmen erstmals auf die Fortune 5 Liste brachten. Die Gewinne verdreifachten sich in den 2040er Jahren, als sich das Unternehmen unter der Leitung der berühmten Ingenieurin Elizabeth Sobeck im Umweltsektor zur führenden Kraft entwickelte. 2049, in der Folge der erfolgreichen Umwelt- und Klimasanierungsmaßnahmen, stieg der Beliebtheitsgrad von FAS weltweit auf über 90%. Und Gründer Ted Frero wurde in den Medien und sozialen Netzwerken als der Mann, der die Welt rettete, gefeiert. Doch war es die Entwicklung von FAS zu einem Militärunternehmen, die in den späten 2040er Jahren seinen Status als reichstes Unternehmen der Welt zementierte. Mit einer Rekordmarktkapitalisierung von mehr als 23 Billionen Dollar im Jahre 2045 kontrollierte FAS 61% des Marktanteils für automatisierte Militärplattformen und war Vertragspartner von 353 Nationen, regierungsübergreifenden Organisationen und Kapitalgesellschaften. Heute übertrifft der Unternehmensbestand das aktuell zweitgrößte Unternehmen FB Mobile Hell Global um 321%.
Oh Mann, der wurde ein bisschen zu mächtig, wenn ich mal so sagen darf. Der konnte ja machen, was er wollte. Unternehmen, das Substantiv, ein Verbund von Einzelpersonen auf geltende Recht und Gesetz begründet, dessen Existenz Befugnisse und Haltbarkeiten von sich und von denen seiner Mitglieder unterscheidet. Im gesellschaftlichen Sinne gehört ein Unternehmen normalerweise Anteilseignern durch den Verkauf oder die Vertilgung von Aktien, die von diesem Besitz profitieren, zu festgelegten Zeiten seine Leitung wählen und Führungskräfte benennen, die sich um die Unternehmensangelegenheiten kümmern. Die meisten Unternehmen sind in einem oder mehreren Industriezweigen tätig, produzieren Waren oder bieten Dienstleistungen an und können einerseits andere Unternehmen, Firmen oder Eigentum als Holdingsgesellschaften besitzen. Ja, das ist so eine Erklärung, was ein Unternehmen ist. Im Faxprotokoll? Ankunft von Feldkommandant Deing, des indomalischen Agrarkonzerns und seiner Delegation. Erfrischung wird... Ach, das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon. Alles klar. Gut, dann hauen wir das hier durch. Denn... Ist hier noch irgendwas? Ja, das haben wir gerade alles gelesen, was er uns hier nochmal anzeigt. Hier ist sonst aber auch nichts weiter. Gut. Warte mal. Dann muss ich wahrscheinlich gleich hier hoch, vermute ich mal. Zeige ich euch die Quest hin. Hier mal noch einmal gucken. Hier ist nichts weiter. Bevor ich da jetzt reingehe, gehe ich einmal hier gucken. Vielleicht ist hier ja noch was. Da vorne liegt auf jeden Fall was. Das sehe ich ja so schon. Okay. Gucken wir mal. Ich weiß, das muss wie ein bizarrer Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Feral Automated Solutions. Nummer 1 in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist... Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Sie haben also Maschinen gebaut und dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen? Warum? Geld, meine Liebe, Geld! Dadurch kam wahrscheinlich noch mehr Geld rein. Gerade, wie wir ja gelesen haben, hat er mit über 300 Nationen einen Vertrag. Wenn er denen alle Waffen geliefert hat, dadurch wurde er Billionär. Da ging es nur ums Geld. Auch wenn man mit Waffen meiner Meinung nach kein Geld machen sollte. Wenn das in die falschen Finger kommt, endet das meistens nur in Kriegen. Ja, und das sollte eigentlich nicht passieren. Aber gut. Denn, bevor heute am Ende, wir müssen wohl höher, wie es aussieht. Wollen nochmal da runter, geht's ja nicht. Jo, hier geht's höher. Alles klar? Das sehen wir dann morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi.